gibt hier in der Gegend eine Sage oder eine Art Märchen. Es war einmal ein König, der hatte 3 Söhne. Und als der König merkte, dass es mit ihm zu Ende ging, gab er seinen 3 Söhnen eine Aufgabe. Jeder sollte eine Burg errichten. Der erste Sohn zog los und traf auf ein paar Ritter und drang auf sie ein, sie sollen ihm eine Burg errichten. Die Burg wurde fertig und erhielt den Namen Dringenstein. Der zweite Ritter zog los, der zweite Sohn zog los und war genauso gewaltsam wie der erste, griff sich ein paar arme Bauern und arme Leute und ließ sich eine Burg errichten. Diese wurde dann Greifenstein genannt. Und der dritte Sohn war viel freundlicher als die beiden anderen, nicht so gewalttätig. Und er zog los und bat die Leute doch, ihm zu helfen, eine Burg zu errichten. Und sie errichteten eine Burg, die weithin sichtbar war. Die war vom Kirchberg her, waren die weißen Mauern her sichtbar und deshalb nannte man sie Burg Blankenstein. Und ich bin jetzt unterwegs, mir diese zum Teil Ruinen, zum Teil aber auch noch bestehenden Burgen anzusehen. Das ist jetzt mein Weg. Zur Schlossruine der Burg Blankenstein. Hier steht zwar Schlossruine, aber es ist eine Burg gewesen, die wurde im 12. Jahrhundert aufgebaut. Das war eine Burg, eine Höhenburg zum Schutz der Köln-Leipziger Straße. Im 14. Jahrhundert wurde die Burg dann zu einem Schloss ausgebaut. 1647 ist das Schloss dann komplett abgebrannt. Und wurde aber 2 Jahre später wieder aufgebaut und 1770 wurde sie dann endgültig zerstört und das sind die Ruinen, die man heute noch sehen kann. Und die wollen wir jetzt besichtigen und da sind natürlich auch Swatcher und Mini dabei, wie immer. Das ist jetzt der Weg rauf zur Burgruine, das geht hier durch so einen Wald und hier oben kann man dann schon ein Teil der Ruine sehen. Und da sind die beiden, die auch mitgehen, Swatcher und Mini. Ein ziemlich imposantes Teil, wenn man bedenkt, dass das noch vom 12. Jahrhundert ist. Das ist nur hier dieser innere Teil, der noch steht. Es soll auch noch was außen von der Ringmauer stehen. Deshalb gehe ich jetzt hier mal ein Stückchen drumherum. Zur Seite guckt, dann kann man sehen, dass hier auch noch diese Ringmauer, da stehen auch noch Teile. Das ist schon ein ganzes Stück, was hier noch steht. Mehr als ich dachte. Ich glaube, im Sommer, wenn das hier richtig schön bewachsen ist, sieht das bestimmt toll aus.
geht's nochmal um die Ecke, hier ist noch was. Und meine Hunde haben hier Spaß. Denen gefällt das hier richtig gut. Swatcher, mein Hund, der so Höhenangst hat, ist auf der höchsten Mauer. Ich glaube es ja nicht. Minnie hat keine Höhenangst. Aber Swatcher. Und ich auch. Also diese Ruine hier ist nicht nur für Menschen interessant, die ist auch für Tiere schön. Die haben hier Spaß. Was das hier ein dickes Mauerwerk war. Man kann das jetzt sehen, ich stehe hier irgendwie im Inneren. Und meine Hunde laufen hier auf dieser Mauer. Das war schon ein ziemliches Bollwerk. Was ist los? Was ist denn da passiert? Hast du ein Gespenst gesehen? Hast du das weiße Gespenst gesehen? Das ist ja ein Hammer. Das musst du mir noch genauer erzählen. Ah. Ja? Ja? Oh. Okay. Okay. Der Swatch hat mir gerade erzählt, dass er da oben ein Gespenst gesehen hat. Ja, Swatch, ein Gespenst? Oh, der Swatch, ja. Und das Gespenst ist das, die Tochter des Ritters von der Burg Blankenstein. Der hatte eine sehr schöne Tochter, die wollte er verheiraten. Aber diese Tochter war sehr arrogant und wollte nicht jeden nehmen. Und deshalb hat sie gesagt, sie heiratet nur dann, wenn der entsprechende Bewerber auch sehr mutig ist. Und der sollte in der Lage sein, auf einem ungesattelten Pferd hier diesen Burghang runterzureiten und dann in den Kehlenbacher Weiher zu springen. Und das ist hier ziemlich steil. Ich zeige das jetzt mal, da wo mein Hund jetzt gerade runtergeht. Und dann unten in den Kehlenbacher Weiher zu springen. Und ich komme hier jetzt gar nicht weiter, das geht hier ziemlich steil runter. Dass das nicht funktioniert, das war klar. Swatcher, bleib hier! Jedenfalls sind die ganzen Bewerber dabei ums Leben gekommen. Und auf die Art brauchte dieses Burgfräulein nie zu heiraten. Dann kam aber eines Tages der richtige Bewerber und sie sagte, oh, den möchte ich gerne heiraten. Aber sie wusste ja, der wird das nicht überleben. Und sie erließ ihm diese Prüfung. Der Herr wollte aber seinen Mut beweisen und machte die Prüfung doch. Kam natürlich, wie zu erwarten war, ums Leben. Und dieses Fräulein grämte sich so sehr, dass sie verstarb. Und seitdem spukt sie nachts hier immer noch mal rum und anscheinend nicht nur nachts, sondern auch tagsüber, denn Swatchy scheint diesen Geist eben gesehen zu haben. Hier stehen wunderschöne Bäume. Das ist einfach toll anzusehen.
Also es lohnt sich schon, hier einen Ausflug hinzumachen.